Die Infinity 365er Konferenz rund um Microsoft 365 und New Work findet am 24. bis 26. Juni, also am Ende des Fiskaljahres von Microsoft. Das endet nämlich am 30., also 24. bis 26. Juni im Messezentrum in Salzburg statt. Waren wir letztes Jahr schon dort. Das ist also eine tolle Möglichkeit, wieder an dieselbe Stelle. Es ist eine tolle Stadt. Natürlich gibt es alles, was zu Mozart dazugehört. Aber wir wollen heute mal überlegen, was wir noch mehr machen können. Ich gebe schon am Montag zwei halbtags OneDrive Workshops, und zwar für Administratoren. Die eine handelt um GRUM-Richtlinien. Da geht es darum, dass man eine von den 50 oder auch mehrere von den 50 OneDrive-GRUM-Richtlinien vielleicht aktivieren soll und die auch ausrollen, weil sie das die Automatisierung letztendlich viel einfacher machen. GRUM-Richtlinien, erster Workshop. Der zweite Workshop, ja, der geht dann um Synchronisierung und Restriktionen. Zuerst mal behandeln wir die Restriktionen am Anfang und gucken, was Microsoft dann tut, um diese Restriktionen Herr zu werden oder sie aufzulösen. Und da gibt es einen Status, wo stehen wir heute, wo will Microsoft noch als solches hin. Das sind die zwei Workshops, aber natürlich gibt es auch ein paar Vorträge von mir. Zum Beispiel Sync and Web. Ja, das klingt so ein bisschen schlagfertig. OneDrive, Sync and Web, eine komplette Rekapitulation von dem, was bisher in diesem Fiskaljahr bei Microsoft passiert ist, sowohl auf der Sync-Seite als auch auf der Webseite, weil da hat sich eine ganze Menge letztendlich getan. Und vielleicht, je nachdem, was ich schon weiß, dann auch die neuen Informationen, was wird als nächstes noch passieren bei Microsoft, denn das Fiskaljahr startet ja ein paar Tage später. Zusammen mit dem Thomas Gölles betrachten wir den Community-Bot für OneDrive Version 2. Im letzten Jahr, nach der Infinity 365, bin ich nach Hause gefahren mit dem Eurosuite. Hatte glänzendes Internet und bin dann auf eine Idee gekommen und habe das getestet. Und jetzt haben wir es dann auch umgesetzt. Den Community-Bot für OneDrive Version 2. Wir haben ein bisschen was. Nein, es ist nicht gleich der Co-Pilot. Wir haben mit OpenAI gespielt. Und das bedeutet, dass wir hier jetzt sagen können, nicht nur zwei Sprachen im alten, der Version 1, Deutsch und Englisch, sondern über 70 Sprachen wird der Community-Bot für OneDrive verstehen. Natürlich nur zu OneDrive-Versionen, zu den OneDrive-Angelegenheiten, alles, was mit dieser Synchronisierung zu tun hat. Zusammenfassen, wir kriegen alles. Bei der Infinity 365 Konferenz rund um Microsoft 365 und New Work vom 24. bis 26. Juni im Messezentrum Salzburg. Wir sehen uns dort.